Punkt 3, Punkt 6, Punkt 3. Die viktorianische Begegnung mit der Erotik. Das Großbritannien des 19. Jahrhunderts bot antike, europäische wie auch zeitgenössische koloniale Kultur, gekennzeichnet durch eine sich entwickelnde Schizophrenie hinsichtlich Sexualverhaltens und seiner Darstellungen. 1010, 1011. Die Viktorianer reagierten, indem sie per Gesetz verbotene Kultur definierten und zum ersten Mal eine Trennlinie zwischen Kunst und Obszönität festlegten. 1012. Das Überleben einer geheimen Sammlung erotischer Altertümer des 19. Jahrhunderts im Britischen Museum gewährt einzigartige Einsichten in zeitgenössische Sexualneurosen und Gesellschaftspolitik. 1013. Das politische und moralische Dilemma zwischen dem Zugang zur sexuellen Kultur und seiner Regulierung hat ein langes Erbe in Großbritannien. Zurückgehend auf die Jahrzehnte vor dem Entwurf der ersten Obszönitätsgesetzgebung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1014. Unsere modernen Spannungen wegen der Sexualität sind die Hinterlassenschaft einer lang anhaltenden Debatte über den Zugang zu einem Schlüsselelement unseres gemeinsamen kulturellen Erbes. Sex als Bestandteil des täglichen Lebens, der Familie, geschlechtlicher und politischer Beziehungen. 1015. Wenn Museen eine physische Metapher für die Art sind, in der die Gegenwart die Vergangenheit sieht, dann spiegeln ihre Sammlungen die kulturellen und moralischen Einstellungen von Generationen und Kuratoren wider, die sie zusammengestellt haben. 1016. Vielleicht lassen sich hier die Ursprünge gesellschaftlicher Empfindlichkeiten hinsichtlich der Erotik und die Entwicklung der modernen Konzepte von Obszönität am besten zurückverfolgen. 1017. Die Witt-Sammlung offenbart, vielleicht mehr als irgendein anderes Archiv dieser Epoche, etwas von dem Trauma, dass die Viktorianer im Zusammentreffen mit der sexuellen Kultur der von ihnen bewunderten antiken Zivilisation erlitten. 1018. Die klassische Antike stand für Anstand, Geschmack, Kultur und Reichtum. 1019. Was war also von den Entdeckungen zu halten, dass das Privatleben in der griechisch-römischen Welt auch eine sehr öffentliche Angelegenheit war? 1020. Genau wie wir heute waren die Bürger Pompeis von Sex auf Gasthausschildern, an Straßenecken und an den Wänden reicher Privathäuser umgeben. 1021. Der Moralkodex der antiken Welt unterschied sich deutlich von dem der europäischen Mittelklasse des 19. Jahrhunderts mit seinem zunehmenden Einfluss auf Zartgefühl, Privatsphäre und höfliche Manieren. 1022. 1023. Ähnliche Probleme traten bei der Begegnung mit den Kulturen der Kolonien in Indien und im Fernen Osten auf. 1024. Das zeigte sich auch in religiösen Weltbildern, denn während das Großbritannien des 19. Jahrhunderts den Himmel als stark sexualisierten Ort 1025 abbildete, war die viktorianische Version des Himmels
mit ihrem starken jüdisch-christlichen Erbe völlig keusche Natur. 1026, 1027. So entschied man sich später in London, ähnlich wie in Neapel, für ein geheimes Museum. 1028. Werke, die leicht falsch verstanden werden könnten, sollten fortan nur noch den geistig widerstandsfähigsten und gebildetsten, denen man eine adäquate Reaktion auf die antiken Formen zutrauen konnte, 1029 zugänglich gemacht werden, 1030. Dort dienen die Objekte künftigen Historikern als Warnung, ihre zeitgenössischen Vorurteile nicht der Vergangenheit aufzudrücken. 1031.